Dann haben wir eine Abwehrphilosophie. Wir wollen immer in einem Dreieck arbeiten. Ja? Das heißt, zwei sichern immer den Kreisspieler und einer muss immer so ein bisschen raustreten. Stopp, ja, gut. Ja, jetzt habt ihr schon gemerkt, ist nicht mehr so einfach, weil ich muss jetzt flexibel agieren. Es ist nicht so, dass hier das mein Gegenspieler ist. Ich muss immer nur bei dem Gegenspieler raus, sondern ich muss jetzt flexibel im Dreieck arbeiten. Vielleicht habe ich den, vielleicht habe ich beim nächsten Mal einen ganz anderen Abwehrspieler, nämlich vielleicht den. Ja, stopp, alles gut, alles gut. Ja, es ist für dich einfacher. Guck mal, es ist für dich einfacher. Du stehst hier, machst deinen Job, geh an hier rum. Guck mal, weil gleich musst du hier raus. Wer soll sonst hier raus? Oder? Das heißt, wenn ich den langen Weg gehe, mal hinten lang gehen, okay? Und los. Jawohl. Ja. Ja. Und komm. Jawohl. Gut. Gut. Ja. Mein Angriff gefällt mir noch nicht in seinen Stoßbewegungen. Ihr habt hier so eine Eisenbahnschiene, das heißt, du darfst mir, wenn ich die komme, komm mir ruhig ein bisschen entgegen und dann geh in die Tiefe rein. Ja? Das heißt, im Spiel ist auch so, halb links ist nicht hier und ich gehe gerade, halb links ist hier, ich gehe gerade. Ja? Halb links ist aber auch hier hinten vielleicht und ich gehe wieder in die Tiefe rein. Das heißt, ihr könnt sie ruhig ein bisschen unter Druck setzen und los. Warum ist da keiner raus? Jawohl. Ja, sehr gut. Ja, komm. Gut. Gut. Warum ist da keiner raus? Gut. Ja. Ja, komm wieder. Gut, gut, gut. Komm. Super, stopp. Wo sind eure Arme über den Kopf? Nimm den ersten Pass weg beim Rausgehen. Komm! Also, wir haben jetzt unsere 4-1-1-Abwehr. Wir wollen jetzt die Halbspieler durch zwei Airbuddies ersetzen. Und sie haben folgende Aufgabe. Immer wenn der Ball auf der ballfernen Seite, wo die Spitze ist, nach außen geht, dann wechseln sie ihr System und schalten von einer Plusabwehr von der rechten Seite auf die linke Seite um. Wenn wir einmal das geändert haben, ändern wir es erst wieder, wenn der Ball auf der anderen Seite außen ist. Wir wollen jetzt nicht immer hin und her laufen, sondern das Signal kam, der Ball ging zum Linksaußen, du wirst vorne Mitte, du wirst da Plusabwehr und wir haben dann so lange das System auf der Seite zu halten, bis der Ball wieder zur anderen Seite geht. Und hier Plusabwehr. Genau, stopp. Genau. Deswegen spielen wir hier eine Plusabwehr. Ich will nicht, dass der da mitspielt. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt, da ist eine 4-1 und hier ist, ich will den hier aus dem Spiel haben. So, nochmal volles Passspiel. Die Außen dürfen ab und zu pressen und ab und zu verhalten sich defensiv. Und los. Ah, stopp. Stopp. Gut. Jetzt hast du ihn relativ freigelassen. Deine Aufgabe ist jetzt wirklich, du hast jetzt den Mittelmann. Ja, ja, weil der ist ja da. Wir haben jetzt unsere Aufgaben geändert. Jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich diesen Part hier. Okay? Und los.
Stopp! Gut. Ja, nicht zu früh dahin wechseln. Dabei war der Ball wieder auf außen. Ja? Und bleib vorne. Jawohl, bleib vorne. Gut. Warum spielt denn der mit denen? Dann brauche ich dich da auch nicht hinstellen. Hey, tu mal was. Bauch zum Ball und dagegen arbeiten. Und komm. Ja. Und komm, versteck dich da. Jawohl, und hol den Ball. Und komm. Ja, und nächster, komm, andere Seite. Ihr könnt auf den neuen Positionen bleiben. Jawohl, und komm. Gut so, und ab geht's. Und komm, Jungs. Und weiter geht's. Man kriegt nicht alles geschenkt. Also, wir bringen den Kindern bei, wie sie werfen, wie sie sich konzentrieren. Dann müssen wir ihnen auch beibringen, wie sie vielleicht mal einen Ball rausspielen können. Das heißt, wir setzen das immer voraus, antizipatives Verhalten. Aber ich brauche auch mal eine Übungsform, wie ich vielleicht lernen kann, Bälle rauszuspielen. Meine Außen bitte hier. Bisschen flexibler sein, vielleicht mal täuschen, vielleicht mal sinken, jawohl, und wieder raus. Kann nicht sein, dass du vorbeirennst. Gut. So, erste Aufgabe ist es jetzt gegen Rückraum links wirklich in dieser Verteidigung zu spielen. Und hier in der Mitte wird ein 3 gegen 3 entstehen, was wir jetzt in dem Mittelbereich erstmal lösen müssen. Ja? Und da könnt ihr jetzt erstmal frei spielen, ohne dass er von mir eine Vorgabe bekommt. Und los. So, wir haben jetzt die vorne Decker, die Regelbewegung beigebracht. Jetzt versuchen wir die Außen halt ein bisschen kreativer, antizipativer auch da reinzubringen. Und jetzt fehlt mir eigentlich quasi nur noch mein innerer Bereich hier. So, ihr seht jetzt auch Schwachstellen. Wenn ich mein 1 gegen 1 verliere, wird es schon enger. Und los. Das heißt, ihr beiden schon miteinander reden. Ja, stopp, 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 gut. Ich gebe euch nur einen Tipp. Warum rennst du jetzt raus? Ja. Guck mal, ihr beiden seid super hier. Bleib hier. Ja, guck mal. So, und zeig ihm doch erstmal im 2 gegen 2, dass er erstmal ein Tor machen. Weil wir sind da schon offensiv. Wir haben hier eine Spitze, der auch offensiv werden kann. Ja, der uns, wenn er schlau spielt, helfen kann. Ja. Wenn hier jetzt zum Beispiel, gib mal den Ball dahin, ja, guck mal, jetzt lösen wir es hier nebeneinander. Wenn er gegen die Hand geht, bist du da. Wenn er hier zur Hand kommt, bin ich da. Ja, aber er soll mir erstmal zeigen, dass er von da ein Tor wirft aus dem Rückraum. Das schafft er nicht so einfach. Ja, deine Aufgabe ist es hier, der darf dir da nicht durchlaufen. Ja, ich bin ein bisschen hier. Ich kann hier auf jeden Fall helfen. Wenn der hier parallel geht, den habe ich, ja. Vielleicht weißt du auch, die spielen jetzt Sperre absetzen, kann ich mich hier ein bisschen reinfallen lassen, weil wenn der kommt immer zu mir. Sollte er jetzt wirklich kreuzen, dann kommt wieder Kommando Wechsel da hinten.
Ja? Deine Aufgabe ist es auch, du kannst ihn decken, du hast aber deinen Bauch zum Ball. Ja? Das heißt, die gehen jetzt in die 2-gegen-2-Situation. Ja, jetzt kann ich ruhig hier hin, weil er hilft auch ein bisschen. Jetzt mache ich den Raum wieder ein bisschen enger. Weiß aber, der Ball kommt zum Mittelmann. Ja, ich bin wieder hier in meiner Aufgabe.